Mein Name ist Martin Arndt und ich bin bei der DKE als Normungsmanager tätig. In dieser Funktion betreue ich fast alle unsere Funkgremien und sorge dafür, dass die europäischen Normen, die ETSI produziert, in das deutsche Normenwerk übernommen werden. Dafür tun wir zum Beispiel auch die deutsche Öffentlichkeit beteiligen. Hinter dieser Abkürzung ETSI, hinter diesem Buchstaben ETSI, verbergen sich 800 ETSI-Mitglieder aus 68 Ländern. Die kommen zusammen, um bei ETSI vorwiegend Normen für den Telekommunikationsbereich und die Informationstechnik zu produzieren und produzieren auch im Auftrag der Europäischen Union sogenannte harmonisierte Normen, die dann das Funktionieren des Binnenmarkts sicherstellen sollen. Also dass man zum Beispiel seine Funkgeräte innerhalb der Europäischen Union mitnehmen und nutzen kann. Alle diese Normen werden aber auch gerne in vielen anderen Ländern auf dieser Erde genutzt. Also mein persönliches Highlight ist vielleicht jetzt auch generell für die Normung so, es kommen tatsächlich Menschen aus der ganzen Welt zusammen mit der Absicht, eine Norm für einen bestimmten Bereich, für ein bestimmtes Produkt zu erarbeiten und zu verabschieden. Und wenn dann diese ganzen Menschen in einem Raum sitzen, dann werden die sich einig, ja, über die technischen Parameter etc. Und damit verschwinden Grenzen. Also es sitzen tatsächlich die Menschen mit einem gemeinsamen Ziel in dem Raum und das verbindet. Ja, das heißt, es bilden sich auch Gemeinschaften und man versteht sich. Und das ist eines meiner Highlights, die ich da mitgenommen habe, dass eben Menschen ohne irgendwelche Grenzen im Kopf zu haben, zusammenarbeiten, um eine solche Norm auf die Beine zu stellen. Ja, also eine Norm, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Norm für das WLAN oder Wi-Fi, wie man in anderen Regionen sagt, im englischsprachigen Raum, die für das 2,4 Gigahertz Band gemacht wurde. Das ist die EN300328 und sie wird nicht nur in der Europäischen Union, sondern fast in allen anderen Ländern der Erde genutzt, damit dementsprechende Geräte auf den Markt gebracht werden können. Das kennt ihr alle, dort wo WLAN ist, ja, bei McDonald's, bei Starbucks, am Flughafen, in der Bahn, könnt ihr euch mit eurem Smartphone verbinden, auch mit den Laptops und dementsprechend kommunizieren. Das heißt, diese Norm stellt sicher, dass diese Kommunikation tatsächlich erfolgt und sie wird von einem Großteil der Menschheit genutzt. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Also wenn neue Firmen anfangen bei ETSI mitzuarbeiten, dann kommen sie normalerweise zum ersten Mal zu einem Meeting von einem Technical Committee. Und da sind dann in aller Regel die, die schon dort mitarbeiten, alle neugierig. Wer kommt denn da und aus welcher Branche und warum arbeitet sie oder er jetzt hier bei uns mit? Also es wird natürlich erstmal diese Neugier zu befriedigen sein. Und letztendlich ist dann da eine Erwartungshaltung, dass eben auch neue Experten konstruktiv durch technische Beiträge an der Erarbeitung einer Norm mitarbeiten. Und wenn das dann auch so geklärt wurde, dass da das Verständnis steht, ja, guck mal hier, der Neue, der kommt jetzt öfter und bringt tatsächlich super technische Beiträge mit, dann wird man ziemlich schnell Teil dieser Familie und hat dann tatsächlich Einfluss auf die Ausgestaltung der Norm. Es wird dann natürlich auch erwartet, dass alle Organisationen oder Mitglieder, die dann an dieser Norm mitarbeiten, tatsächlich mit der nach Hause fahren und dafür sorgen, dass die Produkte oder Dienstleistungen dann entsprechend dieser Norm gefertigt werden. Es sind also alle Experten, auch die Neuen, dann eben die Norm als erstes anwenden und können dann damit auch andere mitreißen, also andere Unternehmen und Firmen. Ja, natürlich gibt es was ich jungen Menschen auf den Weg geben möchte für die Normung. Also die Normung ist eigentlich sehr attraktiv. Also ich bin
in der Normung immer an der Spitze des technologischen Fortschritts. Ich weiß also, was in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten kommt. Und wenn ich dann natürlich in einem Unternehmen arbeite, dort super Ideen habe oder ich stelle fest, das und das fehlt noch, dann kann ich das natürlich in die Normung einbringen. Das heißt, ich wirke dann tatsächlich auch am technologischen Fortschritt mit. Und zwar meistens in der Regel von Anfang an, ja, wo ich weiß, hier kommen neue Produkte, neue Ideen auf den Markt. Und auf der anderen Seite stellt natürlich für mich als Unternehmen die Normung auch die Nachhaltigkeit meiner Produkte sicher. Also je mehr ich davon verkaufen kann auf einem weltweiten Markt, wo die Normen Anwendung finden, desto besser ist das nachher für mich als Unternehmen. Und da kann ich natürlich als jemand, insbesondere aus der Elektrotechnik, dazu beitragen, indem ich über die Normungsschiene das manage.